Hallo ihr Lieben, ich bin Steffi von Steffis Bastelecke. Ja, ich habe hier eine Double Gatefold Card gebastelt, wie man unschwer erkennen kann im Osterdesign. Ich finde es einfach wunderschön. Dafür habe ich benutzt einmal Grundweiß, Farbkarton in Fräsienlila, das Designerpapier blühende Felder und mein Stempelset Ostergrüße. Ich finde es einfach wunderbar. Ja, so sieht die Karte einmal aus. Dann gehe ich hin und schiebe hier einmal die Banderole weg. Da sitzt das Osterhäschen drauf und verteilt Ostergrüße. Und jetzt gehe ich hin, packe die Karte an und schlage die so auf. Also ich muss sagen, ich finde das wunderschön. Hier drin steht einmal, wir wünschen ein frohes Osterfest. Genau, unten ist das Entenküken. Und ja, da kann man dann eben schöne Ostergrüße verteilen. Zumachen wieder. Und ich dachte, diese Kartenart ist einfach wunderschön. In meinem Fall ist sie jetzt zu Ostern. Die kann man natürlich zu jedem Anlass basteln. In dem Video geht es jetzt eigentlich auch nur darum, ja, wie man diese Karte bastelt. Und dann legen wir jetzt einmal los. Diese Karte bastle ich einmal in Papaya. Da lege ich mir einmal an die Seite. Und dann habe ich hier ein Stückchen Farbkarton in der Größe 29 mal 15 cm. Und die wird jetzt rechts und links bei 9,5 cm gefalzt und bei 4,5 cm, indem man sie einmal umdreht. Das machen wir gleich zusammen. Dann habe ich hier noch ein Stückchen Papier für die Banderole in der Größe 20,5 mal 3,5. Und für innen, das könnt ihr natürlich alles selber gestalten, habe ich hier ein Stück Farbkarton, auch in Papaya, in der Größe 9,7 mal 14,7 und ein Stückchen Grundweiß in der Größe 9,2 mal 14,2. Und dann aus dem gleichen Set blühende Felder, dieses Designerpapier. Ich finde, das passt sehr gut dazu. Das sind vier Stücke. Die haben ein Maß von 4,7 mal 14,7. Genau, und das gehört noch zu der Banderole dazu. Das habe ich auch in Papaya ausgestanzt mit den bestickten Rahmen hier. So, und dann fangen wir jetzt erstmal mit der Karte an. Die Größen findet ihr wie immer alle in der Infobox. Jetzt nehme ich hier einmal mein Schneide- und Falzbrett und dann legen wir einmal los. Ich nehme das Stück Papier und lege das bei 9,5 cm an. Ich hoffe, ich bin in der Kamera. Ich kann das auch zulassen. Dann sieht man es besser wahrscheinlich. 9,5. Und dann falzen wir einmal. Ich nehme das jetzt raus und drehe mir das so, auch bei 9,5 cm. Und nehme es raus und jetzt sieht man hier hoffentlich die beiden Falzlinien. Jetzt gehe ich hin und drehe das so einmal um und falze auch rechts und links. Jeweils bei 4,5 cm. Schön gleich anlegen, damit wir auch eine gerade Linie haben. Und dann drehen wir uns das wieder so einmal rum und auch hier falzen wir bei 4,5 cm. Das war's schon. Da kann das einmal weg. So, und jetzt gehe ich hin und werde rechts und links. Jetzt sieht man ja einmal die, ich hoffe, das sieht man auch, die Kanten, das wird nach innen weggeklappt, also so. Und die wird ja so reingeklappt. Aber ich falze das jetzt noch nicht, denn ich habe ja so einen schön geschwungenen Rahmen. Ich habe jetzt aus dem alten Stempel- und Standset schön schwungvoll mir diese
Stanzi ausgesucht, aber da kann man jede nehmen. Man kann es gerade machen, man kann es gewellt machen, man muss es gar nicht machen, aber mir gefällt das gut. Und das werde ich mir dann hier einmal anlegen und eben einmal ohne euch stanzen. Genau, einmal so rum und dann drehe ich das so rum um. Dann komme ich gleich wieder und dann geht's weiter. Ich musste gerade so schmunzeln. So sieht das jetzt einmal aus. Also so habe ich das gestanzt. Das ist jetzt quasi außen und jetzt drehe ich mir das nach innen. Und ich habe euch doch gerade den Farbkarton benannt mit, welche Größe hat der? 9,7 mal 14,7. Das würde ich natürlich nur machen, wenn, wie in meinem ersten Fall, der Farbkarton weiß ist. Da sieht man die Fräse in lila, ne? Genau. Dann nehmt ihr diese Größe, ansonsten nehmt ihr nur, wie in meinem jetzigen Fall, weil, ja, das bringt ja nichts. Da habe ich mal wieder nicht dran gedacht, aber ihr wisst dann die Größen, falls ihr einen weißen Farbkarton nehmt. Das war nämlich vorher nicht so geplant und manchmal, ihr kennt mich ja, ist alles spontan. Nehme ich jetzt dieses Stückchen hier und das bestempel ich jetzt erstmal. Dann nehme ich mir jetzt eine Unterlage hier drauf und dann nehme ich mir einmal Safrangelb und Farngrün. Ich hebe es einmal auf. Und dann wird einmal mein Entenküken aufgestempelt. Gucken, dass er gut benetzt ist, der Stempel. Und dann stempel ich der Küken mir einmal auf. Und den Farngrün stempel ich mir dann Wiese dahin. Und dann stempel ich das quasi noch so ein bisschen aus. Genau. Dann sieht das nämlich so aus. So, wenn man es so mag. Oder machen wir das? Ne, ich mache das wie auf der ersten Karte. Stempel ich hier auch noch einen hin. Das gefiel mir besser. Zip. So noch. Genau. So, jetzt aber. Jetzt kommen die beiden wieder weg. Dann nehme ich mir einmal Papaya. Und stempel mir meinen Ostergruß. Wir wünschen ein frohes Osterfest. Schön ein. Zack. Und so sieht unser Innenleben jetzt aus. Und das geben wir jetzt einmal in die Karte. Das wird dann jetzt hier einmal eingeklebt. Genau, so sieht das jetzt aus. Jetzt kommt rechts und links noch Designerpapier hin. Genau, das klebe ich jetzt mal eben mit. Man könnte auch die Blümchen machen. Ihr seht wieder, ich wieder voll spontan, ne? Innen mache ich so. Seht ihr? Mit euch, da bin ich immer. Da ändere ich irgendwie alles um. Aber innen kriege ich dieses Outfit hier, wie nennt man das? Design. Und außen mache ich die Tulpen. Das ist eine sehr gute Idee. Dann wirkt das vielleicht auch nicht ganz so
unauffällig, man weiß es ja nicht. Seht ihr, jetzt habe ich schon außen geklebt in meiner Euphorie. Das ist ein Video, ey, das sage ich euch. Aber wie gut, dass wir uns dafür gerade spontan entschieden haben. So, jetzt konzentrier dich, Steffi. Wird nie langweilig. Aber am Ende doch so, wie man sich das vorgestellt hat. Gucke ich mir mal den Abstand hier an. So. Das ist jetzt innen. Jetzt kommen wir zu außen. Gesehen, ich musste einmal kurz gucken. Ob ich das alles so richtig mache. So. Damit ihr euch das jetzt vorstellen könnt, falzen wir das. Das könnt ihr auch schon vorher machen, um Gottes Willen, ne? Also das so. So, und dann hat man so das Kärtchen. So sieht das aus. Und jetzt gucke ich gerade, ob ich das wirklich in Papaya mache. Doch, das haben wir jetzt einmal fertig. Dann machen wir das auch einmal so. Ich lege mir das dann immer so an hier. Also ich mache da jetzt keine extra Falzlinien. Und dann bieche ich mir das hier einmal drum. Und auch hier bieche ich mir es einmal so hin. Natürlich in gerade so. Dann kann man hier die Ränder nochmal nachgehen und da braucht man nicht extra falzen. Ne? Genau so. Dann kommen dann hier zwei große Dimensionals drauf. Eins. Und zwei. Und dann nehme ich mir hier einmal die Klebis ab und dann lege ich mir mein so hier drauf. So, und dann ist die Banderole quasi schon fertig. Dann kommt aber ja noch mein Osterhäschen hier hin. Das klebe nur einmal fest. In der Höhe von den Pfoten mache ich das jetzt. Gucke ich mir das an. Justiere hier noch ein bisschen. Dann sieht die Karte dann so einmal aus. Dann nehme ich mir ein Stückchen Grundweiß. Ich habe jetzt hier Bonbonrosa. Jetzt muss ich gucken, ob wir das wirklich in so knallig machen. Können wir ja testen. Und dann nehme ich mir einmal die Ostergrüße. Die stempel ich mir hier auf. Mal gucken wir, ob das aussieht. Doch, das sieht gut aus. Dann schneide ich das hier direkt an den Buchstaben aus. Also nicht groß Platz lassen oder... dann hier so lang. Zup. Und das war's dann schon. Also das ist kein großes Hexenwerk.
Das ist schnell. Muss ja nicht immer alles schnell machen. Es ist einfach, das will ich damit sagen. So. Da kommen hinten kleine Dimensionals drauf. So, hoppala, wir haben mir das fast abgehauen. Einmal das Papier abmachen. Und dann kommen die einmal hier so drauf. Und das war es schon gewesen. Und ich finde das mit den Tulpen gar nicht so verkehrt. Man könnte jetzt zum Beispiel auch die Banderole mit Designerpapier machen. Dann macht man die Karte auf und innen sieht sie so aus. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich konnte dir helfen oder auch Anregungen geben. Und ja, jetzt wünsche ich dir eine kreative Zeit und sage bis zum nächsten Mal. So, jetzt können wir noch einmal gucken und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.